Mir ist gerade ein bisschen aufgefallen, die labern ein bisschen zu wenig. Also dementsprechend ein kleiner Talk. Wir waren jetzt gerade indisch essen, war sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir ein bisschen rum, was Düsseldorf so zu bieten hat. Um 5:30, glaube ich, geht dann unser Zug nach Brüggen ins Hotelzimmer. Aber generell, ich mache ein paar Close-Ups von Düsseldorf. Das ist echt eine coole Stadt. Ich war gerade am Skaten beim Schauspielhaus und so. Jetzt geht's weiter. Mit vollem Bauch vor allem. Genau. Bin ich ganz ehrlich, schon langsam ist echt Zeit fürs Hotelzimmer, das ist crazy. Hi, wir sind's wieder. Ganz kurz. Plan war, wir fahren jetzt von Düsseldorf nach irgendwo, keine Ahnung, ich habe davor gesagt, wie das Ding heißt. Und von da an jetzt nach Brüggen. Und jetzt sind wir im Bus. Und dann googelt mir, yo, wo sind wir gerade und wo müssen wir hin? Zum Hotel quasi. Und checken, fuck, es ist das falsche Brüggen. Jetzt sind wir in irgendeinem vom letzten Hund verlassenen Brüggen. Haben uns gerade ein Taxi bestellt, dass wir zum Horem Bahnhof zurückkommen, um dann wieder irgendwie bis heute um 2-3 in der Nacht irgendwie nach Brüggen, in richtige Brüggen kommen. Wirklich, es ist so unnötig. Jetzt sind wir hier auf dem Netto-Parkplatz. Learnings. Sehen wir es positiv, jetzt wir lernen daraus. No cap, alles wie TSB. Naja, okay. Ich halte euch auf dem Laufenden und dann hören wir später. Ganze, wenn es hier echt in einer unerwartete Situation aus. Wir sind in irgendeinem Ort, irgendwo, keine Ahnung. Es sind wir auf dem Weg zur Bushaltestelle, wo unser Bus dann finally nach Brüggen, also nach Brüggen geht. Ja. That's traveling about. Unerwartete Sachen, ne? So ist es. Von der Großstadt, von Düsseldorf, in sowas hier. Keine Menschenseele, fast. Naja, wir sehen uns. Finally!